Ja, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarex. Wir suchen die Tochter von Krach. Das war's. Ob wir sie finden, ist was anderes, aber wir suchen. Willkommen im Hause des Jarls Udalrik vom ehrenwerten Clan Brockvar. Sei gegrüßt. Ich möchte zum Jarl. Tritt ein. Der Jarl spricht noch mit seinem Propheten. Ist bald fertig. Eine Sache. Pass auf, wo du hintrittst. Warum? Der Jarl mag kein Licht. Du könntest stolpern. Höchstens zum Zahnreinigen. Oha. Eine Axt. Das ist dann. Brach ein Sturz. Der Jarl hatte bestimmt wieder eine Vision. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Komplizierte Probleme. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalrik gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brockvar-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Ja. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Überbord und wäre fast ertrunken. Udalrik ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet. Als hätten ihn die Götter... Jetzt muss ich sie auch noch suchen. Das kann ja was werden. Wobei ich doch... Wobei ich es doch so liebe, Leute zu suchen. Es ist eine Ehre, die Tochter Ankrets zu beherbergen. Hatte sie einen Grund für den Besuch? Scheiße. So... Das heißt, wir müssen erstmal da hoch. Komm. Schnell laufen hilft immer. Na, hoffentlich kommen nicht zu große Geister. Oha. Frische Fußspuren. Vielleicht von Zeus. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Wenn Geralt schon sagt, hier stimmt was ganz und gar nicht, wo haben wir den Hexer? Wo haben wir die Geistertränke? Nee, Gift nicht. Verfluchten. Geisteröl. Perfekt. Kellerschlüssel? Muss ich denn unbedingt den Keller... Ganz viele Stimmen. Ceres. Oh nein. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalrik geholfen habe.
Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Das Schwert im Stein vielleicht? Na, Scherz an Seite. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Oha. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Naja, Geralt ist ein bisschen was Besonderes. Der lässt sich nicht so schnell was gefallen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Eine Heimsuchung? Wir sind Hexer, wir können dir helfen. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier, wir gehen zusammen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Also den Kellerschlüssel habe ich schon mal. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Keller? Obwohl, ich habe es jetzt... Ah, da. Wieso frage ich ja auch, wenn ich schon den Weg... Oh, nee. Nee. Das ist kein gutes Zeichen. Wo haben wir... Erden? Wow! Was war denn das? Auf jeden Fall nichts Normales. Ich habe gerade Gänsehaut. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir.
Ach, ich bin jetzt das Versuchskaninchen. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Das war dein Fehler, Geralt. Bequem und Ruhe wäre dir besser. Mit einer gewissen Zeit natürlich. Geralt hat gegähnt? Wow, das ist mir neu gewesen. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts, gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Jarl, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Naja, das bezweifle ich mal. Lass dich doch kastrieren. Machst du auf jeden Fall keinen Fehler mit. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Gehen Sie hier rum, diese Festlandhelden? Und dann dürfen wir sie tot aus der Taverne bringen. Na, das kann ja jetzt... Ist ja gerade geglitscht. Obwohl, das ist eigentlich egal. Hauptsache, Es ist ein ruhiges Dorf. Es war ein ruhiges Dorf. Geralt ist gekommen und hat Unruhe gestiftet. Der Schlechter von Plavigen. So, wollen wir mal gucken.
So weit ist es ja nicht. Tatsache, so weit ist es tatsächlich nicht. Hier muss es sein. Nein! Erstmal Luft holen. Gute Armbrust. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Da liegt einer. Hätte ich mal früher sehen können. Mein Boot ist noch okay. So, gucken wir mal. Schauen wir mal gucken. Schnell hoch. Sonst ist gleich die Luft vorbei. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalrik zu gehen. Ich bezweifle es, dass du was gebracht hat. Da ist noch was anderes im Spiel. Aber was auch immer da noch im Spiel ist, wir werden es erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe es natürlich, es hat euch gefallen. Likes, Kommentare, vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Sarex.